Achtung! Die in diesem Video gezeigte Szenen sind mit Vorsicht zu behandeln. Deshalb möchte ich euch sagen, dass ihr es bitte nicht machen sollt. Danke für eure Sicherheit. So, hier geht's, glaube ich, ein bisschen besser. Kreuzen ist es hier noch. Schwierig durchzukommen. Aber jetzt geht es etwas weiter. Und was wir auch können, hier enden einfach die Schienen. Hier enden einfach die Schienen. Hier sind nur noch die resten Holzschwellen. Und dann ist gar nichts. Und weiter geht's. So. Das wollte ich als hier ist einfach weg. Hier sind noch die Reste von Holzschwellen. Und das war's. Und, Alter, hier ist so wie das so. Lage an. Ja. Oh, so. Hier liegen noch ein paar Holzsteine rum, aber die Gleise sind weg. Hier. So, jetzt geht's, glaube ich, geht nicht besser. Da hinten ist es noch schlimmer. Ach du Schwind. Wenn ich hier gucke, da sind auch noch die restlichen Holzschwellen und die Gleise sind einfach weg. Nein, da hinten wird es noch schlimmer, merke ich, was ich gerade sehe. Ach du Schande. Jo, gut, gefährlich. Gefährlich, das waren zwei. Das ist noch so eine. Von diesen Holzbrücken. Manche Holz. Oh, das ist so cool. Heute haben die noch mal. Und viele Holzspänen, habe ich gesehen, auch gibt es solche. Ach, guck mal, hier ist das gleich wieder. Ah, guck mal. Hier. Ach, da. Das habe ich fast übersehen. Das habe ich fast gerade übersehen. Hier sind die Gleise. Und hier ist auch da ein Teil. Habe ich fast übersehen. Hier wurde einfach ein Stück Gleis einfach weggenommen. Ja, einmal nicht. Was übrigens, mir ist noch aufgefallen. Dahinter, da ist auch noch ein Gleis. Hier ist ein drittes Gleis dazwischen. Das sieht man ein bisschen schlecht. Aber ich habe es gerade entdeckt, weil hinter sind hier zwei. Schutzstopp, okay, wie die heißen. Das ist mir gerade aufgefallen. Und da liegt noch was. Das ist irgendwie von der Weiche. Ach du Schande, hier geht's doch nicht mal weiter. Ach, hier, aua, hier ist ein Weiche. Stell, Ding, das schon. Ach Gott. Ziemlich ist übersetzt. Also hier komme ich nicht mehr wirklich mal weiter, fürchte ich sich gerade. Oh Gott. Oder was meint ihr? Ich nicht. Oh, da hinten sieht es auch ein bisschen frei aus, wie ich gerade sehe. Ich versuche mal einfach mal Ding durchzukommen. Ich habe mich hier ein bisschen durchgekämpft und was ich gerade entdeckt habe, hier ist noch. Noch mal eine Weiche hier und hier kommt die taucht die neuen Weitigkeit auf und hier wo hier die Schwellen halt noch fehlen und da hier einfach der letzte Schwelle einfach weg ist und hier naja, alles kaputt und zerstört. Oh cool, hier kann man schon das, den Hemdschuh oder da wie man das nennt sehen. Hier ist sogar noch schon ein Dach da. Ja, hier ist der Schutz. Hier bin ich. Wenn hier der Radschiene drankommt, knallt die ran und wird hier entgleist. Andere Seite knallt die ran und kann sein, dass hier mit auch abreißt. Und so. Das heißt, Schutz ist eigentlich nur von da. Umstellen kann man es nicht mehr, so wie es aussieht. Aber cool, dass hier für euch sogar hier noch eins dran ist. Na gut, hier ist hier gut für beide Seiten, sich gerade hier. Aber hinten ist es hier, glaube ich, besser, wie es aussieht. Und wir kommen, glaube ich, zu einem Fluss, wie ich gerade so höre. Jetzt mal ein Stück weiter kommen wir zu einer weiteren, etwas größere Brücke. Würde ich mal so sagen. Woher ein kleiner Bach oder so ein kleiner Fluss fließt. Beziehungsweise, wie ich gerade auch sehen kann, so eine Straße. Puh. Auch hier ist auch noch ein Stück Weiche. Wofür ist das denn eigentlich? Ist das für diese Weiche oder wie? Hä?
Oh Gott, rutschig ist das. Also, ist für, ach so. Aber für Nils fühlt das wirklich gar nicht mehr. Ja, hier kommen wir zu einer Brücke, wo gleich darunter ein kleiner Bach oder sag mal ein kleiner Fluss fließt. So. Hier ist es noch weit, hier ist noch ein weiteres Gleis, Weiche. Da sehe ich einen weiteren Fernsprecher. Und ein weiteres Gleis. Weiche. Gleis, Weiche. Also Weiche im. Weichanzeige. Und da wird es auch wieder ziemlich zugewachsen. Ja. Oh. So, direkt auf der Brücke. Oh Gott, da hinten wird es noch schwieriger durchgehen. Aber hier wird es dann hier alles wieder nochmal eingleisig. Wie ich sehe. Ja, dann versuchen wir jetzt mal ein bisschen. Oh, ja. Ein bisschen durchzukommen, versuchen. Ja, hier ist Spiegel Fernsprecher, wie ich Ihnen gesagt habe. Land und so ein Tasten, da glaube ich auch fünf Fernsprecher dazugehört. Würde ich sagen. Okay, wenn wir da hinten laufen, das wird immer schwieriger durchzugehen, merke ich gerade. Und wirklich ausweichen ist jetzt schwierig, weil hier geht es beide steil bergab. Dadurch ist es dann schwieriger für mich. Okay Leute, ich würde sagen, ich muss mal irgendwie mich irgendwie durchzukämpfen. Also nochmal, bis gleich. Oh, ich muss leider ein bisschen, ich muss leider einen kleinen, von größeren Stück skippen, weil ich dafür nur überhaupt, bin schon außer Atem komplett. Gleich mal gleich eine Pause. Überhaupt nicht mehr durchkämpfen. Und das habe ich auch noch dadurch viel Wasser verloren. Weil oben, bei meinen Flaschen, dass der Bahn aufgegangen ist. Und ich habe das erst ein bisschen zu spät gemacht. Oh, mein Check haben wir jetzt. So, wir sind jetzt am einen ehemaligen Beüber. Hier sind keine mehr Franken oder Andreskreuz mehr hier. Und wenn man guckt, links und rechts, da kommt man nicht mehr durch. Ich muss leider aus rumlaufen. Wir werden wahrscheinlich, wenn irgendwas liegt, leider vieles verpassen. Aber es ist besser so, als nicht durchzukämpfen. Ich habe das versucht, ich habe verloren. Dass die Natur hat gewonnen, natürlich. Ich komme einfach überhaupt nicht mehr durch. Deshalb muss ich jetzt leider ein bisschen aus rumlaufen und zu gucken, ob ich irgendwann, ob es irgendwann nochmal besser geht. Also wir sehen schon, das ist ein Stück weiter euch jetzt. Hier geht's besser. Hier geht's gleich ein bisschen. Nein, geht's nicht besser. Nee, hier geht's auch nicht besser. Ach, schade. Aber hier, es gibt immer ein paar Flecken, wo es offen ist. Aber wenn ich mal hinlaufe, ne, geht's nicht mehr richtig gut weiter. Also muss doch noch ein Stück außen rumlaufen. Hier wird's sehr viel besser. Besser hinten wahrscheinlich. So, wir gehen wieder rauf. Hier, oh guck, hier sind nochmal andere mit solchen Klemmen. Schmellen verbunden. So, und hier sind wir am Kilometerstein. Moment. Ich kann das nicht. Das kann man gerade. 119,3. Kann man aber nur schwer lesen. Also noch nicht mehr so gut lesen. Ne, der Hinweis geht hier für mich auch nicht mehr. Oh. Huch. Seht ihr, das sind so 60 auf den Holzschwellen. Seht ihr? Oder 19, nee, 60 oder sonst wird es wahrscheinlich sein. Ist mir gerade aufgefallen, an Holzschwellen. Am vielen Holzschwellen hier sogar, habe ich gerade gesehen. Da zum Beispiel. Ne, hier, warte. Doch, 60 oder 9. Genau. Okay. Oh ja,
Aber die Spinnen sind schon hier schon sehr morsch. Das muss hier ein bisschen vorsichtiger laufen. Und hier hinten, ne. Und hier geht es auch mal nicht mehr weiter für mich. Hier wird es dann wieder zu. So wie es aussieht schon wieder. Aber ich habe kein Signal, so ein Teil ist was gesehen. Wirklich. Keine Signale, als Signal hier oder irgendwas Besonderes. Hier so, finde ich. Oder. Aua, scheiß Dornschuhe. Naja, ich laufe hier über das Unraum, weil hier geht's nicht mehr weiter für mich. Komm, ich versuche mal hier irgendwie ein bisschen durchzukommen. Aber ich hoffe, dass ich nicht wieder irgendwo dann komplett stecken bleibe. Hier macht die Schienenwand einen kleinen Knick, so ein ob man vielleicht sieht man es sogar ein bisschen aus der Ferne. Warte. Wenn man sieht, hier. Warte. Okay. Huch. Ist das nicht. Aua. Stolen. Also kann ich wirklich sagen, Friedhof waren weniger Dornen als hier. Hier sind ziemlich viele Dornen. Wobei da hinten, wobei da etwas hinten waren, nur Dornen. Da habe ich mich nur wehgetan. Sieht man das eigentlich? Also ich habe das Gefühl, das schien leicht durch Morsch dann verrutscht sind. So was ist denn, wenn Zug fährt, hochgefährlich. Ah, warte. Sieht man das? Finde ich hier. Warte, ich halte mal nochmal still. Seht ihr das? Oh, Moment, da ist die Kamera hier auf Fleck. So. So nochmal scharf gestellt. Oh. Aua. Oh. So. Aber es sieht nicht so aus, dass es richtig gut weitergeht mehr für mich. Naja, wir sind jetzt Kilometer 195. Wie ich es richtig erkennen kann. Ist das nicht klar? Ich weiß nicht, ob wir wirklich hier nochmal durchkommen. Aber momentan geht es gerade noch. Oh, es wird schon wieder langsam schlimmer. Und links und rechts wird es wieder steiler. Na, das sieht. Das, oh. Hier meine ich das vielleicht. Oh, das hat also. Durch. Oh. Durchrutschen irgendwie. Aber es sieht nicht so aus, weil hier vorne ist schon wieder Ende. Gelände für mich. Na. Ne, ich würde sagen nicht. Aber ich muss hier ein paar hunderte Meter ein bisschen skippen. Ja. Warte mal. Aua, Dorn.
Kilometer steuern. Aber ich mir ist aufs Meter aufgefallen, die Kilometer schaltet immer abwägen. Mal links, rechts, war gefallen. 19,6, 119,6, so rum. Leute, das wird immer schlimmer schon wieder. Ich will nicht mehr mal wieder nur hier mich irgendwie hängen bleiben zwischen hier, deshalb skippe ich das und gehe mal ausruhen ein bisschen. Ups. Ja gut, bis gleich. So, ich muss jetzt leider noch außen rumlaufen, weil hier ist ein bisschen schnell besser voran als hier unten. Aber hier unten, hier kann man auch schön von der Strecke sehen. Wo hier hinten, und hinten mal steht auch noch ein Fernsprecher. Auch kurz offen sehen. Ja, aber man sieht, ich kann meinen Heekit absolut nicht wirklich durchgekommen. Es ist so zugewachsen. Und jetzt kommt die Schiene hier unter Führung, weil hier überqueren wir jetzt eine Brücke. Wie ihr seht. Aber ich skippe hier mal ein bisschen Zeit, bis es ein bisschen interessant aussieht. Wenn ich was Interessantes entdecke oder es ein bisschen besser aussieht, für auf die Karte laufen. Da habe ich eine interessante Brücke entdeckt. Das ist eine interessante Brücke und da ist irgendwas an den Gleisen, aber ich habe keinen Bock hier runter zu laufen. Und ich kann es auch nicht sehen, was das genau ist. Sieht so aus. Ich laufe kurz mal an der Seite, vielleicht sehe ich das ein bisschen besser. Schmale Brücke, eine kleine schmale Brücke. Ja, ja, ist gut. So. Aber wirklich gut, jetzt kann ich gerade nur schwer sehen. Aber ist egal. Oder sieht man das von hier? Oh gut, nein. Sieht man nicht. Na gut, dann gehen wir mal hier weiter zu kommen jetzt. Ja, ich versuche mal vielleicht hier mal durchzukommen ein bisschen. Aber ich bezweifle es eher. Das. Oh. Oh, hoppla, sie. Sieht man vielleicht nicht, weiß ich nicht. Hat man leider, glaube ich, nicht mehr gesehen. Hm. Aber trotzdem, hier in dieser Ecke ist es mit durchgehen, wirklich nicht. Oh, jetzt sind Kilometer 20, 120. Okay. Ja, ja, ist gut. Nee, 20, 1. Kurz Korrektur. Hier komme ich nicht mal weiter, glaube ich, befürchte ich. Ich will nicht nochmal hier irgendwie hängen bleiben. Deshalb gehe jetzt nochmal außen rum, weil hier geht es noch nicht mal weiter mehr. Ich schaffe mal, ich versuche mal weiter zu fahren, weiter zu laufen. Da hinten ist eine Brücke. Und da kann ich nun schwer durch überqueren. Und ich glaube, ich habe mal nachgeschaut, ich habe noch nicht mal die Hälfte erreicht. Ob ich es noch schaffe, ich glaube nicht mehr. Aber niemals aufgeben. Erst aufgeben, wenn es wirklich nicht mehr weitergeht. Oder bin ich absolut an meine Grenzen. Und ich bin schon erschöpft. Aber ich versuche weiterzukommen. Oh, trotzdem, das ist so Plage hier zu laufen. Und jetzt. Selbst schon die Schienen sind hier schon mit Moos bemoost.
Aua. Aber ich finde, hier geht es etwas besser, glaube ich. Aber nur wenig. Geht es wirklich ein bisschen besser. Oh nein, da hinten sieht ja schlimmer aus für mich. So, wir sind schon einen kleinen Meter. Sechs. Ja, 126, genau gesagt. Hier ist noch ganz schön frostig noch, diese Ecke. Aber ich glaube, ich habe es wirklich schon bald die Hälfte, ungefähr die Hälfte geschafft. Aber ich bin mir nicht sicher. Oh, schon besser. Gott. Aber hier ist auch wirklich viele Stolperfallen. Die ist sogar schon leicht eingefroren. Das war doch hier. Oh ja, yeah. Oh ja, hier wird es wirklich eindeutig schlimmer. Ach, das finde ich. Und das hier hochzukommen, das wird, naja, schwierig. Aber ich versuche es einfach durchzukommen, wie es auch umgeht. Weil jetzt, es ist so extrem, ist es jetzt gerade auch noch nicht für ihn als vorher. Ach, langsam durch. Ja. Kilometer 120, 7 glaube ich, wie ich richtig lesen kann. Ah, da doch. Ach je. Boah. Also hier kommt noch ein bisschen durch. Ah. Und hier. So, jetzt gibt es das nächste Stück. Wie es aussieht, ist da hinten das nächste Fernsprecherhäuschen. Säule. Und hier ist die Brücke. Wo eine stark befahrenbare Straße ist aus dem Öl. Okay, und hier ist einfach Markierung in dem Kreuz. Okay. Das sieht merkwürdig auch so. Das sieht aus, als hier irgendwie irgendwas abgerissen, das hier abgerissen wird. Keine Ahnung. Oder hier mit mehreren kleinen Abschnitten sehe ich gerade. Hier ist irgendwas markiert. Ist das irgendwie eine Brücke? Hier ist das Gleis? Keine Ahnung. Irgendwelche Pfeilen zeigen dort an. Oh, jetzt läuft es doch ganz gut. Okay, es sind über Schilder ein Pfeil. Das ist ganz merkwürdig. Aber da hinten sieht es nicht mehr so gut aus für mich. Da hinten sieht es so aus wie ein Ende für mich. Och Mensch.
Okay. Was steht da? Reden, würden, Wiederüberwachung. Achso, ja, ja. Und dann hier kann auch was sein. Ich glaube, ich hier kann ich keine. Egal. Aber weiter. Aber hier ist schon das, glaube ich, das Ende für mich. Würde ich mal sagen. Aber irgendwie ist diese Fernsprecherhäuschen, also die, sehr oft hier. Ist mir auch gerade aufgefallen. So, Fernsprecher. Geht's nicht mehr weiter, glaube ich, für mich. Das würde ich mal wirklich sagen. Muss das hier irgendwie außen rumlaufen. Wobei es geht minimal gerade. Kilometer 20, 6. Dann war es 2015. 25,5 so rum. Ich hab keinen Bock hier nochmal das Schild laufen. Komm, ich lauf nochmal irgendwo anders rum nochmal, würde ich sagen, weil hier ich hab keinen Bock nochmal durchzukämpfen. 25. Okay, naja. So. Ich bin jetzt an eine Brücke angekommen, was sehe ich denn da? Büsignal! Oh! Hier haben wir das erste Büsignal, aber Herzmagnet gibt es hier unten nicht, wie es aussieht. Also ich kann hier unten keins erkennen. Oh, hier ist mal das erste Büsignal. Das heißt, da hinten sollte noch ein Büü dann kommen. Aber hier hätte ich einfach nicht durchkommen können. So ist es wieder in der Richtung, ne. Aber oh, Gott. Weiter geht's. So, ich versuche mal hier mal mein Glück, versuchen wir hier weiter zu kommen. Weil hier sieht es, glaube ich, besser aus. Und gleich soll eigentlich hier noch der BÜ kommen. Strecke 121-7, also 121. Aua! Never komme ich hier durch wieder. Mir stecht gerade was am Fuß. Never komme ich hier durch. Komm, ich gehe nochmal an die andere Seite mal rum weiter. Bis zum BÜ oder so. So, ich versuche mal noch hier an der Strecke entlang. Bei der Hohenfunde würde ich mal sagen, da ist der BÜ. Und dann muss ich auch mal erfahren, wo ich dann bin. Wo genau hier? Ort oder Stadt. Ortsteil. Ja, hier hätte ich nicht durchkommen können. Hier ist das viel zu. Ja. Zu. Gewachsen. Wobei hier könnte es ein bisschen besser gehen. Jetzt habe ich Schluck auf. Toll. Aber nö. Komm. Ich laufe jetzt weiter, bis wir gleich ein bisschen geölt sind. So. Hier ist mir was aufgefallen. Hier ist ein Bahnsteig. Hier ist der nächste Haltepunkt. Ja, ist gut. Hier ist der nächste Haltepunkt, habe ich gerade entdeckt. Ist gut. Hier ist der nächste Haltepunkt. Hier habe ich habe es gerade entdeckt. Hier ist ein Bahnsteig. Oder soll es eine Brücke sein? Ne, hier ist ein Bahnsteig. Und hier ist dann direkt der BÜ. Oh, mein Füße, sorry. Voll egal. Und hier ist es schön, hier stehen sogar die Andreaskreuze sogar noch. Also teilweise nicht mal komplett. Oh, das ist tatsächlich ein Haltepunkt gewesen. Würde ich wirklich behaupten. Oh,
Und es ist tatsächlich, Ich sehe es, gerade. So gut, das Bü. Die Knallen und Schranken sind, also das Signal und Schranken, wie es aussieht, weg. Und das ist sehr kurz, ja. Aber ich, oh Gott, okay, kann ich nicht, kämpfe ich auch. Wobei, so wie es aussieht, war das sogar hier ein Blinkbü mit, so wie es irgendwie mit Kell, wie er es so sagen könnte. Fernsprecher, so, bumm. Ja, da kommt, da kann ich zum Beispiel gar nichts machen. Aber hier, mal schauen. So, Leute, ich habe schon ungefähr die Hälfte der Strecke erreicht, absolut. Und gut, ich bin kurz aus, es gibt mich grundsätzlich die Strecke, aber ich kann es einfach nicht zeigen, einfach. Zugewachsen ist gut. Na gut, hier geht es tatsächlich besser, aber ich habe keinen Bock, jetzt noch mal auf die Gleise zu laufen, weil ich habe schon keine Lust mehr, wirklich mir wieder irgendwie stecken zu bleiben. Deshalb laufe ich einfach alles rum und schaue einfach, ob ich irgendwas Interessantes entdecke. Also, mir geht es noch gut, aber ich bin schon kaputt. Aber ich will noch schaffen. Ich habe ungefähr schon die Hälfte erreicht. Nochmal kurzes Up-to-Date. Ich bin jetzt bei Schweinstadt Waldorf ungefähr. Und hier muss gerade einen großen Bogen hier machen, weil ich nicht durch konnte wirklich. Ich bin mir nicht sicher, wie das aussieht, aber ich drauflaufen würde ich jetzt einfach nicht, da es einfach gerade einfach zu steil ist. Ich suche immer etwas nach hinten, so draufzulaufen. Mir geht's noch gut, aber ich bin schon an meine Grenzen. Aber ich habe schon mindestens die Hälfte schon erreicht. Ich brauche noch knapp unter 2 Stunden noch, bis ich eigentlich allein kommen bin. Also, meine Infos oder Neuigkeiten kommen dann noch. So. Warum läuft hier noch oben? Ich habe schon befürchtet, dass es hier nicht gut geht. Aber ich schaue mal. Hier sieht es etwas besser aus. Aber ich denke nicht, weil da vorne. Und ich will nochmal den Kilometerschein schauen. Das kann ich nicht lesen. Das kann ich gleich hier nicht lesen. Das ist hier. Also können wir das Ding gekriegt da. Na, no, egal. Oh! Aber ich will wirklich sagen, ich habe schon mindestens die Hälfte geschafft. Laut Google Maps brauche ich noch ungefähr knapp 2 Stunden. Oder unter 2 Stunden. Oh, hier geht es wirklich besser mit Strecke jetzt gerade. Oh. Mann, bleibt hier ganz halt stecken. Okay, ab hinten, weil hinten sieht es dann schwieriger und schlecht aus für mich. Würde ich mal sagen. So. Ich habe den Mund bekommen. Puh.
Eigentlich hatte ich wirklich vorgehabt, die komplette Strecke abzulaufen. Nee, das ist gut, dass ich es nicht mache, sondern so, da ich das niemals schaffen werde, in einem Tag. Und niemals wirklich richtig schaffen werde. Weil hier, ich bin ungefähr die Hälfte der Strecke, ich bin schon ungefähr knapp 2,5 Stunden schon. Stunden schon gelaufen. Und ich bin erst ungefähr die Hälfte. Da hinten, ich sehe schon da hinten. Wenn ich hier weiterlaufe, geht's nicht mehr. Besser voran. Never geht's neben für mich weiter. Nicht. Ne. Hier ist für mich das Ende gelungen, das heißt, ich muss hier auch rumlaufen. Oh, scheiße, doch schon gefallen. Jupp, also. Jetzt hier nach unten. Aber ich sehe so aus, dass jetzt schon jemand gelaufen ist. Hi. Der Weg hier. Gut, dann gelaufen. Ich glaube, da hinten kommt dieses Brücke, wie es aussieht. Gut, weiter geht's. Hier würde ich mal sagen, der nächste Bahnsteig kommt. Oder? Das sieht wirklich. Doch, der nächste Bahnsteig ist da. Hier haben wir schon den nächsten Bahnsteig. Nächster Haltepunkt auf der Strecke. Welche Haltung es ist, weiß ich gerade nicht. Blende ich aber oben ein. Aua. Und hier ist es ein Backstein-Wartehäuschen. Und laufe ich hier auf die Gleise, kann auf dem Bahnsteig doch laufen. Backsteinhäuschen. Natürlich ist das gut. Aus! Und hier tippe ich mal darauf, dass es hier ein Fernspeicher war. Und weiter hinten laufen kann ich nicht, sonst bin ich über die Brücke weiter. Ja. So, jetzt kommen wir zu der Brücke, die neben dem Haltepunkt war. Das ist eine sehr alte Brücke, wie man sieht. Da darf man nur noch mit 6 Tonnen und mit maximal 4 Tonnen Achslast gequert werden, weil die Leute sind schon so alt. Und oh ja, allerdings und schon gefährlich ist. Weil wenn du das hinter diese Gitter dran machen, das ist ein Hintergitter. Da wirklich ist schon einsturzgefährlich, ist schon hoch, schon sehr gefährlich. Ja, das ist der Bahnsteig. Hier ist die Brücke, laufen wir weiter, hier hinten, da geht es hier noch weiter. Puh. Ich fahre auch ungefähr mindestens 1,5 Stunden noch, nämlich habe ich den Ziel geschafft. Okay, dann geht's weiter. So, nächste Brücke, das ist nur einfach eine normale Fußgänger- und Radfahrbrücke. Ich hätte zwar früher für Autos, aber es ist durch den Brückenbereich zu alt und einsturzgefährdet gesperrt worden. Kaputt. Wir schauen natürlich auch diese Brücke an. Ist die Brücke noch sauber? Ja, kann man. Ich merke, ich bin wirklich außer Puste. Aber ich habe es auch gleich geschafft. Ich hätte hier an den Horizont schon das Ziel. Ja, hinten sind die schon. Das ist ein Gebäude. Hinter dem Horizont ist mein Ziel. So. Na gut, das ist eine Holzbrücke. Ich hab Moos. Ne, hier hätte ich endlich nie in den Wald gekommen, wer sieht. Aber hier wird es hier ein bisschen besser, finde ich. Soll ich aber auch. Gut, weiter geht's. Das Ziel ist schon weiter. Kurzes Update. Ich bin hier immer noch neben der Strecke. Und
mein Zustand hat sich ein bisschen verschlechtert. Also mir geht es noch etwas gut, aber ich bin schon erschöpft, ganz weg. Aber ich habe da hinten, also nicht da direkt, aber ein bisschen hinten in der Ferne, wenn man kurz die Häuser und Bäume wegmacht, ist schon 30er. Und ich brauche noch knapp eine Stunde, bis ich da bin. Ich schaffe das noch. Aber bisher hat sich eigentlich hier nichts verändert in der Strecke. Immer noch alles gleich. So, wir sind endlich, also ich bin endlich in Dreisa angekommen. Und das ist die letzte große Brücke. Also groß. Also das ist so eine Brücke, die bis zum Ende kommt. Die Strecke geht jetzt noch ein bisschen weiter, bis dahin, bis einfach hinten. Dort mündet sie an der Main-Weser-Bahn Richtung Kassel an. Naja, müssen wir gucken, was wir kommen. So, wir haben das Ende erreicht. Ab hier verbindet sich die Strecke, die stillgelegte Strecke, mit der Main-Weser, der Strecke der Main-Weser-Bahn Frankfurt-Kassel. Den Weg. Das ist die Ende der Messe. Übrigens, seit die Strecke noch nur noch betriebbar war der Bahnhof Dreiser nicht dort, wo sie jetzt ist, sondern hier, ne? Hier. Weil Dreiser war früher ein Keilbahnhof. Seit aber die Strecke stillgelegt ist und der Bahnhof neu verhinten jetzt ist, ist der Bahnhof fast weg und die Strecke dort stillgelegt. Und damit ist sie mir endlich fertig. Leider haben wir nicht die komplette Strecke am Trail gelaufen, weil es einfach nicht möglich war. Aber trotzdem, wir haben es geschafft. Ich bin die komplette Strecke von Friendorf bis hier angekommen. Ah ja. Und ich kann euch sagen, meine Füße, meine Beine, alles tut wie scheiße weh. Aber es hat sich gelohnt. Es hat sich wirklich gelohnt. Und jetzt zu den Infos der Strecke in genauer Takt. Der Zwischenteil von der Strecke, wo ich irgendwie abgelaufen bin, von Dreiser bis Schwalmstadt Dreiser, ist ein Teil von der kompletten Strecke Leinefelde Schwalmstadt Dreiser. Das ist eine Strecke, die genau 130 Kilometer lang ist, eine Spur, normale Spurweite und eine maximale Neigung von 20%, also Promille. Eröffnet wurde die Strecke am 31. Oktober 1875, wurde der Abschnitt Eschwege, wurde ja dann die Stücke, komplette Fertigstellung der Strecke, 3. Oktober 1870. So. Die Strecke wurde nicht wirklich als Regelmittel, sondern nur eher als Militärstrecke genutzt. Wo übrigens dann, wo das Militär immer weniger genutzt wird und das auch ein bisschen mit regionalen Verkehrsmitteln, also früher genutzt werden, deshalb diese Bahnsteine auch mal. Aber allerdings war das einfach so langsam und so wenig, dass die Strecke einfach komplett am 15. Juni 2003 stillgelegt wurde. Und zwar komplett die Strecke. Seitdem fährt hier nichts mehr. Außerdem, na gut, es fährt tatsächlich noch was, aber nur auf den Abschnitt zwischen Silberhausen oder Dingenstedt, Eichsfeld bis Geismar. Das ist irgendwie ja diesen Abschnitt für eine Draisinenbahn, die noch heute noch für Draisinenfahrten genutzt werden. Also da die, wo man ganz schön den Fahrer in den Pedal treten muss, um zu fahren. Sonst fährt nur für die Strecke über Eschwege, Leinefeld bis Eschwege. Und natürlich in Eschwege da natürlich noch Verkehr. Aber mehr auch nicht. Grundsätzlich ist die Strecke schon ziemlich alt. Und ich sag's nur wirklich, Leute,
Ich bereue es, dass ich Streckeweg abgelaufen bin. Ich bereue es wirklich. Ich habe es jetzt immer, es ist erst schon ein paar Tage her und ich habe jetzt immer noch Schmerzen von dem Tag. Aber es hat sich gelohnt. Somit möchte ich noch am Ende noch für euch was sagen. Und so, wir haben uns nochmal, also noch schnell, schnell noch rüber. Wir haben uns von Friendorf, Silbersee, ist Breiser, die Bahnhöfe, die Haltepunkte. Friendorf, Silbersee, ein Haltepunkt. Friendorf ist ein Bahnhof. Leimsfeld ist ein Haltepunkt. Ziegenheim Nord ist tatsächlich ein Bahnhof. Und Dreiser. So. Meine Füße tun weh. Hier ist der Bahnhof Dreiser. Und direkt da, wo der Kilometerstand ist, Kilometerstand 211. Ich guck nochmal schnell. Direkt da ist ein bisschen Bahnsteig. Hier direkt ein bisschen Bahnsteig. Ist die Strecke zu Ende. Die schnelle, die kleine, die stille Strecke. Warte. Kilometerstand 229,8. Das ist die Ende der Strecke hier. Bis hier. Genau. Um genau zu sagen, ist die Strecke gesamt 230 Kilometer lang. Gesamt. Und hier ist das Ende. Ah, oh, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach gar nicht mehr. Die Füße. Die. Aber scheiß drauf. Wir haben es geschafft. Ich habe für die komplette Strecke, absolut die komplette Strecke zwischen Friendorf bis hier in Schweinfleischreise geschafft. Oh, ich bin. Also wirklich. Das war hart. Und meine Füße. Die war auch nicht mehr. Also. Also, das war's. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, euch dieses extra Video gefallen. Lasst gerne ein Abo, Like da. Lasst bitte ein Abo und ein Like da. Für das, was ich vorgenommen habe. Weil was ich gemacht habe, das bereue ich mich jetzt. Ich bereue das, dass ich es gemacht habe. Dass ich so viel gelaufen bin. Aber es ist für euch. Ich habe es für euch gemacht. Leider ein bisschen anders, als ich geplant habe, aber egal. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und ciao, ciao. Ah, endlich.